Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man ein Poster im Stile der TV-Serie Preacher erstellen kann. Dieses und andere Tutorials könnt ihr euch auch auf affinitytutorials.de anschauen. Erst einmal vorab, das soll kein religiöses Statement sein, es ist einfach ein Cover, was mir sehr gefällt. Ich stehe nun mal auf Cover Art und zwar ist es hier ein Poster von einer neuen TV-Serie, die es gibt. Ich mache den Link unten mal in der Videobeschreibung zu der Serie Preacher. Und das versuche ich jetzt mal so in etwa nachzugestalten, nicht als 1:1 Kopie, sondern die Idee davon aufzunehmen. Also lege ich mal los, direkt in Affinity Photo. Ich habe zwei Bilder aus dem Internet geladen. Zum einen diesen wolkigen Hintergrund und zum anderen diese Kapelle, wovon ich ja nur diesen kleinen Turm mit so Teile des Daches brauche. Also damit fange ich jetzt auch mal an. Also ich brauche das hier alles nicht, ich brauche den ganzen Hintergrund nicht, auch das allerdings in einer anderen Dimensionierung. Also muss ich das Ganze erstmal transformieren und auch drehen. Um es zu drehen, fange ich erstmal an, gehe auf Anordnen und dann vertikal spiegeln. Da habe ich es schon mal verkehrt rum. So, und jetzt geht's los und jetzt werde ich mir jetzt mal so transformieren und positionieren, wie ich es brauche. Also sagen wir mal erstmal so. Dann halte ich die Command-Taste gedrückt, dann bleibt es nämlich in der Proportion in der Mitte ausgerichtet und ziehe mir es jetzt in etwa so, wie ich meine, wie die Größe passt. Sagen wir mal, für mich passt es in etwa so. Ja, der Sinn soll ja offensichtlich sein, dass es ja der Antichrist ist, deswegen steht das Kreuz hier alles auf dem Kopf. Als nächstes, dieses Foto ist so gesehen perfekt aufgenommen, weil es hat keine perspektivische Verzerrung drin. Es hat keine Verzeichnung, nennt man es in der Fotografie. Die Proportionen bleiben absolut gleich. Obwohl, wenn man ja normalerweise davor steht und nach oben blickt, man diese Verzeichnung kriegt. Also, die müssen wir jetzt in dem Fall künstlich machen. Wie macht man das? Gar nicht so schwer. Man geht hier auf perspektivische Verzerrung. Dann bekommt man hier dieses Gitternetz. So, und jetzt muss man, eigentlich muss man ein bisschen ran, aber ich will ja gleich rausziehen. Passiert Folgendes. Wenn ich diesen Eckpunkt anfasse, kann ich das Ganze perspektivisch verzerren. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das dann in etwa passt. Also anwenden, Command und 0 für die Originalgröße. Jetzt habe ich diese perspektivische Verzerrung so drin. Jetzt als nächstes, ich muss die freistellen. Ich brauche den Hintergrund nicht. Das mache ich mal ganz schnell mit dem Auswahlbereichspinsel. Den mache ich mal ein wenig kleiner und ziehe ihn jetzt einfach mal so hier rüber und hoffe, dass er die Kanten in etwa findet. Das wird er auch tun, allerdings nicht perfekt. Insofern, hier müsste man jetzt, also hier eignet sich dieser Schnellauswahlpinsel nicht so hundertprozentig. Hier müsste man jetzt eigentlich eine bessere Auswahlmethode nehmen. Am detailliersten geht das natürlich mit dem Stiftwerkzeug. Das würde mir jetzt zu lange dauern. Ich habe es so gemacht, ich habe erstmal diese Schnellauswahl genommen, gehe dann auf Quick Mask, nehme einen Pinsel und mache jetzt nur diese Bereiche, brauche die Farbe weiß, mache jetzt nur diese Bereiche, dass ich sie mir nochmal reinziehe und dann reicht mir das. Also ich habe es in meinem Thumbnail ein bisschen genauer gemacht, hier mache ich das fürs Video jetzt nur mal schnell, ihr seht, was ich gemacht habe. Dazu gehe ich jetzt hier, im Wesentlichen, ich brauche ja das Kreuz, also wähle ich mir jetzt diesen Bereich aus, also das, was ich hier ausmale, ich mache jetzt mal ein bisschen über, das, was ich hier ausmale, wird ja dann zur Auswahl. So, das reicht mir. Also ihr seht, es ist hier unsauber, das müsste man jetzt alles machen. Ich gehe wieder auf Originalgröße, ich drücke wieder Q und habe jetzt eine Auswahl. Mit dieser aktiven Auswahl drücke ich Command und J, dann wird diese Auswahl auf eine neue Ebene kopiert. Brauche den Hintergrund nicht mehr und habe jetzt das Ganze freigestellt. Nun kann ich das wieder abwählen mit Command und D für Deselect. Man sieht, die Auswahl ist jetzt nicht hundertprozentig. Ja. Verzeiht es mir, ich mache es nur, damit das Video ein bisschen schneller geht. Jetzt finde ich, sollten auch die Wolken von der Perspektive her stimmen. Also so sind sie ja stimmig, aber es soll ja alles auf dem Kopf stehen. Insofern gehe ich jetzt hier auch mal auf die Wolkenebene und werde die genauso vertikal spiegeln. Zack. Ein kleines Detail muss man vielleicht nicht machen. Jetzt geht es auch schon an die Farbanpassung. Und da fange ich erstmal an, indem ich Gleichheit schaffe. Also wir haben ja hier komplett unterschiedliche Farben.
Der Hintergrund ist ja nahezu schwarz-weiß. Ist er natürlich nicht, da sind auch Blautöne drin. Aber er ist nahezu schwarz-weiß. Hier mit den ganzen Braun, da sind also sehr viele Rot- und Gelbtöne drin. Wenn ich jetzt also anfange, was an den Farben zu verändern, dann verändere ich es ja total ungleich. So mein Gedanke. Und deshalb gehe ich hier oben drauf und verändere erstmal alles. Ich werde erstmal alles in Schwarz und Weiß konvertieren. Das mache ich mit einer neuen Anpassungsebene Schwarz-Weiß. Jetzt sieht man, alles ist Schwarz-Weiß. Ich kann jetzt ein paar Regulierungen vornehmen, weil ich kann jetzt Kontraste reinbringen und ein paar Helligkeitsveränderungen machen. Also ich habe ja gesagt, das ganze Ding hier ist aus Holz. Holz hat Rot- und Gelbtöne. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt an den Rot- und Gelbtönen rumdrehe, verändere ich die Werte. Was mich nämlich stört, ist, dass ich hier so helle, also so sehr helle Flächen habe. Die versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu korrigieren, indem ich hier einfach so ein bisschen die Werte verändere. Also hier muss ich es entsprechend wieder runterziehen und schon sieht man, dass sich diese Werte eben auch verändern. Sagen wir mal so. Also jetzt habe ich meinen Ausgang dafür geschaffen, dass alles gleich ist. Denn jetzt brauche ich nicht für jede Ebene einzelne Farbanpassung machen, sondern kannst so, wie ich es eben hier gemacht habe, dass ich eine Farbanpassung auf alles lege. Und das mache ich wieder mit einer Anpassungsebene und zwar nennt die sich Verlaufsumsetzung. Sieht jetzt sehr bunt aus. Okay, so bleibt es nicht. Ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar links sind die dunklen Töne, rechts sind die hellen Töne. Ich überlagere gerade mit der vorgegebenen Auswahl, nämlich dass die dunklen Töne hier in Rot überlagert werden, die Mitten in Grün werden, die meisten sind also irgendwelche Grüntöne, und die hellen Töne, ist da wo zwischen den Wolken im Prinzip was durchblitzt, die würden jetzt blau werden. Okay, die Farben werde ich gleich verändern, aber ich will es auch nicht als normalen Mischmodus machen, dann sieht man ja, wie das Ergebnis ist, sondern ich ändere zuallererst den Mischmodus auf weiches Licht. So. Und jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Jetzt sieht man, dass die Verläufe hier ein bisschen besser sind. Und jetzt nehme ich die Farben, die ich eigentlich haben will. Also wähle ich hier einen Punkt an, gehe jetzt auf die Farbe und als erstes möchte ich, dass das, was dunkel ist, wirklich dunkel ist. Dunkel ist für mich schwarz, also nehme ich schwarz. Die Mitten, also grün kommt hier natürlich nicht vor, die Mitten sollen sein bei mir ein helles Rot. Also gehe ich jetzt mal rüber. Und nehme mir ein helles Rot. Kann man jetzt gucken, welches einem am besten gefällt. Das. Und für die hellen Bereiche nehme ich einen Gelbton. Also wieder hier rauf, hier rein. Und sagen wir mal etwa so. Okay, jetzt ist mir das Ganze ein bisschen zu braun. Also kann ich hier nochmal rüber den Verlauf ein bisschen verändern im Verlauf und hier nochmal ein etwas zackigeres Rot nehmen. Und zwar, was ich nämlich festgestellt habe, wenn man es nachher komprimiert in JPEG, wahrscheinlich auch hier, wenn ich dieses Video rendere, dann gehen die Rottöne raus und das Ganze wird ein bisschen bräunlich. Ich bin mir also nicht sicher, wie es nachher bei euch als Resultat aussieht. Also bei mir ist es jetzt ein rötliches Braun. Als nächsten Schritt will ich das Ganze ein bisschen abdunkeln, aber nicht gleichmäßig. Dann müsste ich ja nur die Helligkeit verschieben. Ich möchte so einen Verlauf reinbringen. Ich möchte, dass es hier ein bisschen dunkler ist als da, weil hier sind die Wolken sowieso schon ein bisschen dramatischer und dunkler. Hier haben sie ein paar helle Bereiche. Ich will praktisch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen einerseits, andererseits noch ein bisschen gewaltiger aussehen lassen. So, und dazu werde ich jetzt eine neue Ebene erstellen und mir einen Verlauf drauflegen. Also nehme ich Verlaufswerkzeug und ziehe einmal im linearen Verlauf hier einmal quer rüber. So, so geht es natürlich nicht. Ich wechsle wieder den Mischmodus auf weiches Licht. Jetzt habe ich gerade ein grauenvolles Ergebnis, weil ich es nämlich heller gemacht habe. Und deshalb mache ich diesen unteren Punkt auf 50% grau, das heißt, alles bleibt wie es ist. Aber hier wollte ich es ja dunkler haben. Also wähle ich den an und hier wähle ich schwarz. Und jetzt habe ich einen etwas dramatischeren Effekt. Wenn einem dieser Effekt zu hart ist, dann kann man die Deckkraft wiederum regulieren. Im nächsten Schritt fehlt der Text,
Also würde ich hier das Textwerkzeug nehmen und ziehe mir hier den Text drauf. Da schreibe ich jetzt einfach nur, damit es neutral ist, das Wort Movie. Kann man natürlich hinschreiben, was man will. Als Text habe ich mir ausgesucht, einer, der wirklich vorinstalliert ist, und zwar den hier, Genuine. Den ziehe ich mir dann hier rauf, nämlich Transformationswerkzeug, und ziehe den mir so hier hin, dass es in etwa stimmig ist. Transformiere ihn noch ein bisschen bei gedrückter Command-Taste, so hier rauf. Nun ist er schwarz. Im Original ist er eigentlich so in seinem roten Verlauf. Ich habe mir ein bisschen anders überlegt. Auf jeden Fall müssen wir ja die Farbe verändern, welche Farbe auch immer ihr haben wollt. Die ist es ja nicht. Deshalb gehe ich hier auf die Ebenenstile, Ebeneneffekte und wähle hier auch wieder aus Verlauf überlagern. So, jetzt ist erstmal dieser ja hier standardmäßig ausgesucht. Den klicke ich jetzt an und kann jetzt so wie vorhin auch mir die Farben selber aussuchen. Also hier fange ich an, nehme erstmal so ein dunkelbraun, sagen wir mal, irgendwie sowas hier in der Richtung. In der Mitte setze ich mal einen Punkt und hier wähle ich ein normales Braun. Das müsste dann, sagen wir mal, hier so sein. Und links, und rechts, da nehme ich ein helleres Braun. Mal hier so. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen seltsam aus, weil es oben drauf liegt. Ich ziehe es jetzt mal unter die Ebene Verlauf. Da wird es mit effektiert. So gefällt es mir schon nicht schlecht. Allerdings soll es jetzt so diesen Grunge-Look haben, also nicht ganz so wie neu aussehen. Deshalb lege ich da drauf jetzt eine Maske und werde jetzt das Ganze so ein bisschen kaputt machen, in Anführungszeichen. Da ist nämlich ein Pinsel und zwar aus der Gruppe Textur und da wiederum Schmutz 2. So. Ach, muss natürlich vorher Pinselwerkzeug auswählen. Schmutz 2. Wähle die Farbe Schwarz zum Abdecken. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich jetzt hier draufklicke, mache den noch ein bisschen größer. Und wenn ich dann hier jetzt so draufklicke, mache ich so schön den Text ein bisschen kaputt. In Anführungszeichen. Dann wirkt es etwas mehr grungy. Also das wäre soweit schon fertig. Eine kleine Detailsache noch. Und zwar, die Kirche hat mir zu sehr den Farbton des Hintergrunds. Kann man sehen, wie man will. Also ich möchte es insgesamt hier ein bisschen heller haben. Wie mache ich das? Ich habe die Kirche vorhin hier schon mal ausgewählt. Also nehme ich diese Auswahl, lege hier eine Anpassungsebene, ganz schnell einfach nur Helligkeit, Kontrast drauf und ziehe mir das Ganze ein bisschen heller. Wie man sieht, ziehe ich jetzt alles heller, also muss ich hier drauf klippen. Dann geht es nur auf diese Ebene. Nochmal zurück und ziehe mir jetzt die Kirche ein wenig heller. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hier dieses Kreuz, hier wäre mir ganz lieb, es ist ja in Gold, wenn es gar nicht schwarz-weiß ist. Also muss ich ja nur auf die Schwarz-Weiß-Ebene gehen, nehme mir wieder einen Pinsel. Jetzt brauche ich allerdings einen normalen, nicht mit Textur, nämlich einen normalen Pinsel, maskiere jetzt diesen Bereich wieder aus. Damit hat man das Ganze, ich mache es jetzt nur mal schnell, den Effekt ein bisschen verstärkt, dass es ja hier sich um was überhaupt nicht Christliches, sondern Antichristliches handelt. Und das wäre es im Prinzip schon. Das ist mein Movie-Poster oder TV-Serien-Poster zur Serie Preacher. Wer sich für die Serie interessiert, einen Link zum YouTube-Trailer stelle ich unten in die Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.